Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von V-Rising und ich starte in die Folge einfach mal ein bisschen planlos, obwohl wir machen uns auf jeden Fall ein Alchemielabor. Das wäre auf jeden Fall echt nice. Ich weiß nicht, ob wir uns das oben hinsetzen oder hier in die Ecke. Na, ich glaube, das Ganze wird nach oben kommen. Da müssten wir uns aber erstmal oben was zurechtbauen. Das machen wir auch. Heute bauen wir mal ein bisschen und dann erstellen wir eventuell die Diener-Särge schon mal. Ich hatte ja hier mir den meinen Grabstaub gemacht. Warte mal. Würde das reichen für dieses Amulett? Okay, das heißt 4-mal Rohr Smaragd und einmal Blutessenz. Da schauen wir noch einmal ganz kurz nach. Das würde mich nämlich schon interessieren. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir das jetzt haben würden. Hier, ich habe natürlich... Oh, nee. Das ist ein gleichmäßiger. Gut, der ist ein bisschen krasser. Ja, dann können wir uns schon mal dieses Amulett machen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich hier auch so einen Raum mache. Hier einen Durchgang. Aber ja, was passt denn hier Schönes hin? Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. So, dann stellen wir uns das doch mal. So, das kann ich schon mal produzieren. In der Zwischenzeit, wir holen uns Bretter. Was auch sonst? Bretter und Seal. Nehmen wir uns einmal die raus und die auch. Nehmen wir uns direkt noch ein Stack und das hier mit. So, und passend haben wir natürlich Nacht. Aber, damit ich das auch hier einmal raus habe, kriegt unser Pferd hier ein bisschen Wasser. Ich hoffe, wir werden den Bro nicht irgendwann verlieren. So, dann brauchen wir dieses Grab hier erstmal nicht. Wir hätten noch 6 übrig. Wir machen erstmal, warte mal. Was ich eigentlich noch nie mir angeschaut habe. Alchemieboden, gut, dann kann das direkt hier mitten in unser Alchemielabor mit rein. Aber erstmal zur Seite damit. Die müssen wir dann erstmal alle hier weghauen. Und die Ratten bleiben da. Die bleiben einfach da. Ich würde sagen, ich will schon so ein Alchemielabor haben. Ich bin mir noch gerade unsicher. So in eine Ecke hier rein? Ich glaube ja. Ich glaube, wir setzen uns das Alchemielabor in die Ecke. Hauen wir uns da rein. Ach komm, jetzt kommt erstmal hier weg. Gehen die mir schon auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie groß ich das bauen werde. Ich denke, ich werde einmal so zack, zack machen. Wisst ihr, zack, zack, ne? 3, dann hier ein Durchgang. Dasselbe wird dann auch in Zukunft hier passieren, damit ich schon mal so eine Grundidee habe. Wisst ihr? Glaube, ihr wisst. Und dann hier und dann... mal schauen. Vielleicht mache ich auch ein größeres Labor. Das wird sich mit der Zeit ergeben, wenn wir uns mal anschauen. Wir machen das erstmal bis hierhin. Obwohl die Ratten, ne? Egal, wir machen erstmal bis hierhin. Wir brauchen, glaube ich, für den Bodenschwefel. Kann das sein? Jupp, wir brauchen Schwefel und Blut. Aber Schwefel sollte ja schon einiges produziert sein in der Zeit. Ja, naja, ne? Naja. Egal. Dann nehmen wir uns einmal Dingen hier raus. Dann können wir direkt die Blutpresse mit nach oben nehmen. So. Hauen wir die erstmal in die Ecke. So, welcher Boden sieht geil aus? Wir nehmen mal den grünen hier. Wir nehmen den grünen Boden. Okay, 2 brauchen wir noch. Deswegen machen wir das Alchemielabor auch erstmal nicht größer. Und wir bauen uns hier mal eine Steintreppe. Das sieht ja schlimm aus. Das sieht absolut schlimm aus. Moment mal. Ach ja, hier. So, angenehmer.
viel angenehmer. Dann einmal zack. Ja, das ist ein bisschen hin und her gelaufen, aber wir wollen es ja eh schick hier haben. Platzieren wir das so mittig erstmal oder wir machen, warte mal, wir machen so. Und dann holen wir uns auch unser Blutaltar und so da rein, habe ich mir gedacht. Und unsere Forschung. Ich denke, das sieht schick zusammen aus. Das sollte schick sein. Blutaltar kommt aber hier hin. Erstmal wird noch alles umgebaut, Leute. So, und so. Hier unten, ich weiß nicht, wir werden uns wahrscheinlich eh in Zukunft die wichtigen und den meisten Kram nach oben verlagern. So, dann noch die Kisten. In der Zeit sollte dann auch der Schwefel endlich ausreichend sein. Genau, die Kisten, habe ich gesagt. Können wir nicht direkt einmal so sneaky einmal, so. Müssen wir nicht unnötig den ganzen Weg laufen. Schauen wir einmal kurz, was in den Kisten hier drin ist. Hier ist so ein Kram. Gut, wir müssen eh. Wir machen uns später noch große Kisten. Ich freue mich auch, wenn wir die Bücherregale bekommen. Und dann gucken wir mal, was für Wii-Platz wir so als nächstes erledigen. Wir können auch mal schon mal hier uns Boden reinhauen. So, schon mal ein bisschen Floor. Einen kleinen Floor. Und, genau, Schwefel. Ich, nein. Och nein. Wir brauchen mehr Schwefel, Leute. Das ist jetzt nicht so nice. Schwefel sammeln habe ich jetzt eigentlich eher wenig Bock. Aber wir brauchen das, damit auch die Blutpresse effizient arbeitet. Aber okay, wir haben wenigstens, warte mal, 3 Vorkommen haben wir. Könnte ich auch direkt eigentlich Kupfer und Eisen mitnehmen. Das machen wir gleich. Ich will erstmal schnell hier Finish machen. So, wie viel haben wir jetzt? Okay, das, ich denke, das sollte ausreichen. Ach, ich Opfer. Mir fällt nicht auf, dass wir das brauchen. Also, dass wir noch Schwefelerz brauchen. Aber egal. Passt schon, passt schon. Ja, die Ratten, ich glaube, das wird ein bisschen zu eng für die Ratten. Obwohl, wir können ja erstmal. Zack hier. Wisst ihr, ne? Und, machen wir erstmal so. So. Läuft. Und schnell einmal hier reinhauen. Zack und zack. So, was soll ich noch machen? Dienersärge noch nicht. Die Samen, die muss ich gleich auch umpflanzen. Ich kann ja schon mal die Edelsteine wieder zurückpacken. Ah ja, genau. Wir wollten auch große Kisten machen. Aber wir holen uns erstmal das Amulett. Amulett würde ich mich schon gerne ausrüsten. Und dann steigt direkt mal unsere Stufe mit. Guck mal, 6,8 Zauberspruchkraft. Und jetzt haben wir einfach 11,5. Noch mehr Gesundheit und Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist doch mal nice. Das ist echt nice. Mit dem Schwert hätten wir schon 38. Damit können wir schon einiges anfangen. Schwefelerz. Obwohl, das reicht noch nicht. 8 Herzen. Gut. Gut, gut, gut. Nee. Dauert ein bisschen. Hier brauchen wir Eisen. Wir bauen schon mal oben ab. Wir bauen schon mal oben ab, wenn mir schon Eisen gerade im Kopf kommt. Ich weiß auch nicht, sollen wir das erstmal so machen? Na. Warte mal, wir hauen das hier weg.
So. Unser Thronsaal, ich denke, wir werden so einen Durchgang hier machen. Hier wird noch irgendwas sein. Vielleicht unsere Schmiede. Das könnte passen. Und hier wird noch ein weiterer Durchgang sein. Dann kommt hier noch irgendwas hin. Und hier hinten kommt der Thronsaal. Ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, so gefällt mir das. So. Weil dann können wir nämlich auch hier schon mal zumachen. Gilt das nicht als zu? Ach, wegen dem Boden hier wahrscheinlich, ne? Eieiei. Oder nein, weil hier, wir müssen hier Türen reinbauen, ne? Ja. Wir müssen hier Türen reinbauen. Wenn wir eh schon so viel Ziegel haben, komm. Unten muss ja eh noch gemacht werden, ne? Ihr wisst Bescheid, Schwefel und so. Können wir hier schon mal einigermaßen zumachen. So. Nochmal ein paar Ziegel bekommen. Nett. Dann machen wir erstmal zu. Und in Zukunft können wir das dann ja umändern. Gut, der macht hier nicht zu, weil wir hier keinen Boden drin haben, ne? Und ich habe auch ganz vergessen, dass ich hier trotzdem durch muss. Dann sammeln wir noch einmal Eisen und Dingenskirschen ein. Können wir jetzt mittlerweile mit der Stufe? Nein. Wir müssen mit dem Schwert abbauen. Ja. Naja, wenn es nicht anders geht erstmal, ne? Wir brauchen halt die bessere Keule. Aber Hauptsache, wir haben das bessere Schwert. Damit geht es ja auch. Damit geht es ja zum Glück auch. Und dann bald hier wegsprengen, Gebiet vergrößern. Ja, hier oben haben wir gut Platz. Mehr Platz als unten. Hier können wir auf jeden Fall einiges hinbauen. Unten schauen wir dann, was da so sein wird. Also die Werkstatt wird unten bleiben, denke ich mal. Aber bevor ich jetzt so rumlabere, holen wir uns nochmal, warte mal, Eisen erstmal hier rein. Verteilen wir uns jetzt nochmal auf. Dann nehmen wir uns nochmal Ziegel raus. Ziegel. Können wir schon mal Boden reinballern. Bretter. Brauchen wir noch Bretter? Wir müssen auf jeden Fall mal wieder Zeug sammeln, Leute. Armbrust, ja gut. Die können wir uns auch mal machen demnächst. Armbrust eigentlich auch ganz nice. So. Haben wir jetzt genug Schwefel? Ich glaube, das sollte reichen. Ich glaube, das reicht. So. Gut, okay, das zählt als Raum. Warum dann das hier nicht, weiß ich nicht. Ach ja, okay, ich verstehe. Ich glaube, deswegen. Da werden wir auch eine Tür reinballern. Klar, logisch, war offen, ne? Logisch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Dann können wir jetzt die Herzen hier reinhauen. Und wir machen trotzdem schon mal Boden. Boden. Obwohl hier den Boden, den brauche ich hier eigentlich eher weniger, ne? Wisst ihr was? Wir lassen das erstmal so offen. Aber wir hauen uns hier nochmal. Bin ich blind? Tür? Ah, hier. Eine Tür rein. Das hätte ich schon ganz gerne. Hier. Und ich verdrücke mich erstmal. Kommt auch öfter vor. So. Ja, dann sparen wir uns nämlich die Ziegel erstmal. So. Dann Herzen. Dann sparen wir uns direkt mal ein paar Herzen. Dann können wir Dienersäge herstellen. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Rein damit. 2. Gut. Hätten wir auch so erstellen können, aber so sparen wir schon mal 2 Herzen.
Dann. Nanananam. Kann das ja erstmal hier hin. So, so, so und so. So, so. So und so. Nett. Ist doch schon mal ganz nett. Dann können wir die Bäume auch erstmal hier lassen. Man muss sie jetzt nicht unbedingt abbauen. Dann sortieren wir hier nochmal. Dann lagern wir hier mal unseren Kram. So, und dann können wir uns auch schon mal bald hier, ja gut, Sprengstoff herstellen. Aber das brauchen wir da jetzt nicht noch unbedingt. Aber wir brauchen das für unseren Broski. Ich denke, als nächstes Portal ist es noch nicht so interessant, würde ich sagen. Das Studierzimmer ist interessant. Und der ist interessant. Wir werden auf jeden Fall als nächstes den Banditenkönig machen, weil dann können wir uns nämlich auch Eisenwaffen herstellen. Und Rüstung. Wir machen als nächstes den Banditenkönig. In der nächsten Folge aber erst. Wir gucken, dass wir jetzt noch in dieser Folge ein bisschen vielleicht was sammeln, würde ich sagen. Und größere Kisten herstellen. Definitiv größere Kisten. Warte mal, wir können ja trotzdem. Ich brauche Holz. Ich brauche mehr Bretter. Ich brauche mehr Brad Pitts. Definitiv mehr Brad Pitts. Und Brad Pitt kann man nicht genug haben, ne? So, damit wir nämlich größere Kisten schon mal herstellen können. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir nochmal das Regal bekommen. Warte, das kann ich auch nochmal kurz am Altar schauen. Ich glaube aber, da sind wir noch ein bisschen zu low für. Aber ey, wir können bald Eisen herstellen und dann Eisenwaffen. Den werden wir uns auf jeden Fall als nächstes gönnen. Da gehen wir damit komplett ohne alles rein. Der Banditenkönig, das wüsste ich sogar auswendig, der ist hier. Ja. Die ist auch interessant. Wir brauchen die beiden definitiv. Den kann man nebenbei snacken. Ich weiß nicht, ob hier die Regale waren. Kann sein. Kann sogar sehr gut sein. Aber egal. Ein paar Steine haben wir auch. Gut, dann hauen wir noch mal den Kram rein. Ich sammle erstmal mein Grabstaub hier. Ah, wir haben aber noch Schwefelerz. Gut. Dann kann der bisschen hier arbeiten. Auch wenn wir das jetzt nicht unbedingt brauchen aktuell, aber vielleicht demnächst. Vielleicht demnächst. So. Zack. Ziegel können erstmal weg. Warte mal, wir können auch mal Staub hier rausnehmen. Hier reinhauen. So. Also, dann können wir die direkt hier wegnehmen. Kupfer, Kupferbarren. Das Allerwichtigste habe ich vergessen, Kupferbarren. Moment mal. Können wir die noch. Doch, die können wir doch schon machen. Ja, ich wollte schon sagen. Kupferbarren. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da haben wir, glaube ich, ein ganzes Stack sogar. Na, nicht ganz. So, dann fangen wir nämlich als erstes direkt mal hier hinten an. Mache ich das so? Ich glaube, ich mache das so. Dann haue ich direkt zwei Boxen dahin. Boom und Boom. Einmal für Späne. Ich weiß bis heute nicht, was man mit Spänen machen kann. Und links kommen dann Bretter, damit ich mir das merken kann. Ruhig mal sechs Bretter da rein, ne? Ihr wisst Bescheid. Nur fürs Auge. Auf jeden Fall Holz. Ich muss wieder Holz sammeln. Ich denke, so ist das ganz nett. Oder ich hau den mal hier hin. Ja, passt schon. So, dann kann ich die auch direkt wieder rausnehmen.
Und hier auch einmal alles übertragen und dann zack, zack. Und ich hab's mir schon gedacht, die Kisten sind zu bright. Die sind einfach zu bright. Dann mache ich die Kisten hier hin. Und dann kommt hier eventuell noch eine Mühle hin in Zukunft. So. Rechts kommt der ganze Staub. Endlich ein bisschen Platz. Endlich ein wenig Platz. So. Nett. Okay, hier. Gut, ich nehme alles raus. Obwohl für die Diener. Ja, da kann ich eigentlich schon die bessere Rüstung mit Leder dann herstellen. Da brauche ich nicht die Knochenrüstung. Nee, die brauche ich nicht. Die kriegen schon ein bisschen Premium. Dann einmal auch hier weg. Kann ich direkt mal hier auch zwei vernünftige Kisten hinstellen. Leder, zack, zack. Ohrfaden. Ja, wir haben sehr wenig Faden, ich weiß. Sortieren wir das Ganze. Den Ring behalte ich aber. Den rüste ich jemanden aus. So viel Luxus haben wir noch nicht, dass wir unseren Dienern direkt das Beste vom Besten herstellen. So. Hier unten brauchen wir... Ah ja, doch. Hier brauchen wir auch Kisten. Hier brauchen wir definitiv auch Kisten. So. Alles einmal raus. Dann machen wir auch direkt zwei. So. Dann hauen wir mal die ganzen Edelsteine wieder rein. Auch das hier, das hier, das hier. Sortieren, dann sortieren wir auch mal. Ah ja, genau. Quarz vergessen. So, das passt auch schon mal. Und wir haben wieder ein bisschen Holz. Das ist auch gut. Dann können wir die Rüstung zerkleinern. Dann sind wir auch schon gleich fertig mit der Folge. Würde ich sagen. So. Was kriegen wir eigentlich raus? Tierhaut, Bretter und so. Ja, okay, gut. So. Holz. Ach, warum habe ich den Faden da reingehauen? Ist euch das aufgefallen? So. Gras und so sammeln wir dann oben. Ach ja, hier habe ich noch ein bisschen Rüstung. Ein bisschen Ausrüstung habe ich noch hierfür. So, dann lagern wir das. Und dann sind wir fertig. Warte mal. Faden, genau. So. Dann Eisen kommt nochmal hier rein. Und dann sind wir fertig, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.